Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Transfermarkt TV. Wir beschäftigen uns heute natürlich mit dem anstehenden Bundesligaspieltag, blicken auch mal auf eine Zwischenbilanz unserer deutschen Legionäre auf der Insel. Aber wir haben zunächst auch noch ein paar aktuelle News. Und zwar auch das Ende einer kleinen Märchenstory. Usain Bolt und die Central Coast Mariners, die gehen getrennte Wege. Der Test des ehemaligen Weltklasse-Sprinters, der wird mit sofortiger Wirkung beendet. Vor 2 Monaten, da debütierte Bolt für die Mariners. Laut Medienberichten wurde ihm jetzt ein Vertrag vorgelegt. Das Angebot sei aber zu schwach gewesen. Bei Manchester City, da macht man sich Sorgen um Kevin De Bruyne. Beim 2:0 im League Cup gegen Fulham gestern, da war er kurz vor Schluss mit einem Zusammenprall verletzt worden. Die genaue Diagnose, die steht noch aus. Hier sehen wir Archivbilder. De Bruyne hatte überhaupt erst seinen 2. Einsatz nach einer langen Knieverletzung absolviert. Die 20 Finalisten für den Golden Boy Award stehen fest. Mit dabei ist auch Dortmunds Ashraf Hakimi. Wir haben eine kleine Übersicht für euch vorbereitet. Die 20 Finalisten, neben Hakimi noch 2 weitere Bundesligisten, nämlich Josep Brekalo von Wolfsburg und Dayot Upamecano von RB Leipzig. Großer Favorit hier natürlich Kylian Mbappé. An drittletzter Stelle sehen wir um ihn. Auch Vinicius Junior von Real Madrid ist mit dabei. Letzter und bisher einziger deutscher Sieger war übrigens 2011 Mario Götze. Wo das Ganze hingeführt hat, das wissen wir ja. 3 Jahre später schoss er uns Deutsche zum Weltmeistertitel. Real Madrid droht eine Strafe. Es gibt nämlich einen Transferstreit mit River Plate. Und zwar wirft man Real vor, hinter dem Rücken des Vereins mit Ezequiel Palacios verhandelt zu haben. Das würde gegen FIFA-Regularien verstoßen. Der FSV Mainz 05 verlängert mit einem Sturmtalent, und zwar mit Jonathan Burkhardt. Der hat einen neuen Vertrag bis 2022 erhalten. Der 18-Jährige, der absolvierte in dieser Saison bereits 4 Bundesligaspiele. Sein Marktwert 1,5 Millionen Euro. In der Bundesliga steht am Wochenende der 10. Spieltag an. Das ist ja immer so eine magische Grenze. Danach kann man sagen, wer ganz gut in Form ist und wer nicht so. Und was darf vor einem Spieltag nicht fehlen? Natürlich unser Transfermarkt.de Expertentipp. Heute mit Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt, seines Zeichens DFB-Pokalsieger mit der Eintracht, und mit Serbien U20-Weltmeister. Und den ersten Tipp, den wir da gleich mal im Köcher haben, das ist heute Abend. Eben Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfB Stuttgart. 1:0. Ein verhaltener Tipp von Gacinovic, muss man sagen. Würde aber auch bedeuten, ein noch tieferer Schritt in die Krise für den VfB. Werfen wir mal einen Blick auf die restlichen anstehenden Partien. Ja, die Bayern 3:1 gegen Freiburg. Das wäre keine große Überraschung. Das Topspiel morgen um 18.30 Uhr ist dann übrigens Hertha gegen Leipzig. Ein Unentschieden, sagt Gacinovic hier. Und auch am Sonntag tippte ein Unentschieden torlos. Na, das wollen wir mal nicht hoffen. Mainz gegen Werder. Damit wird der Spieltag dann abgeschlossen. Ja, und wie er sich geschlagen hat, das sehen wir in der kommenden Woche. Und bis dahin, bis zum Start heute Abend, könnt ihr auf transfermarkt.de auch noch gegen Mijat Gacinovic antreten. Unsere heutige Gerüchteküche, die beginnt mit einem echten Hammer. Im kommenden Sommer, da dürfte einiges passieren auf dem Transfermarkt, vor allem beim FC Bayern, vor allem in der Offensive, Stichwort Robben und Ribéry. Und wie der Corriere Torino jetzt berichtet, soll sich der FC Bayern mit einem Transfer von Paulo Dybala im kommenden Jahr beschäftigen. Juve hatte ja zuletzt ein Transferminus von 150 Millionen Euro zu verzeichnen, und Dybala, der hatte Startschwierigkeiten in dieser Saison in der Serie A. Würde ja also passen. Wir werfen einen Blick drauf, was die User bei uns bei transfermarkt.de in der Gerüchteküche davon halten. Ronaldo, der schreibt: 0% Wahrscheinlichkeit würde ich sowieso im heutigen Fußball nicht mehr unterschreiben. Die Gerüchte um ein Bayern-Interesse an Dybala kamen auch in der Vergangenheit immer mal wieder auf.
auf. Insofern könnte da schon etwas dran sein, wenn Bayern im kommenden Sommer mal einen Statement-Transfer tätigen will. Ja, und sollte Juve einen Star im kommenden Sommer abgeben, dann wäre auch Platz für neue Transfers. Einer davon könnte Nicolò Barella sein. Der ist 21 Jahre jung, im zentralen Mittelfeld beheimatet und spielt aktuell bei Cagliari Calcio, ist dort Stammspieler. Und auch dieser junge Mann soll bei Juve auf dem Zettel stehen. Federico Chiesa, 21 Jahre, ebenfalls jung, spielt auf den Außen. 10 Spiele, 2 Tore, 4 Assists für Florenz. Sein Marktwert jetzt schon bei 50 Millionen Euro. Leon Bailey erwägt laut ESPN einen Wechsel im Winter. Das hört Bayer Leverkusen wahrscheinlich gar nicht gerne. Der Jamaikaner, der besitzt ja noch einen Vertrag bis 2023, sein Marktwert 45 Millionen Euro. Und der US-Sender, der zitiert eine spielernahe Quelle. In diesem Fall und unter diesen Umständen könnte es sein, dass er nicht in Leverkusen bleibt. Leon ist 21 und auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden. Aber von der Bank aus kann er das nicht werden. Also mögliche Aufregung um den Jamaikaner und einen Jamaikaner mit englischen Wurzeln, um den es aktuell ein bisschen ruhiger geworden ist, haben wir auch noch im Programm. Ravel Morrison, er war früher bei West Ham und in der U21 Englands aktiv, ist jetzt bei Lazio Rom im Kader, allerdings suspendiert. Offensichtlich ist ein Wechsel nach Schweden im Bereich des Möglichen, und zwar zu Östersund. PSG sucht nach wie vor einen Nachfolger für Thiago Motta, und wie jetzt ein französisches Internetportal bestätigte, soll dabei der Blick auf Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach gefallen sein. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der spielt in dieser Saison noch nicht die große Rolle. Auch hierzu haben wir mal ein Statement aus der Gerüchteküche. Sollte Eberl so blöd sein und mit Hacking verlängern, würde ich an seiner Stelle zu Tuchel wechseln. Dort bekäme er seine Einsätze, da Tuchel junge Spieler fördert. Es liegt daher an Eberl, ob Cuisance ernsthaft über Paris nachdenkt. Unter Hacking macht Cuisance keine 10 Ligaspiele diese Saison. Suso von Milan, der macht durchaus von sich reden in der aktuellen Saison. Schon gibt es da wohl internationale Interessenten. So auch den FC Chelsea, der soll nämlich Kontakt zum Berater aufgenommen haben. Dementsprechend blicken wir mal auf ein paar Leistungsdaten des Spaniers. 24 Jahre jung, Marktwert 40 Millionen Euro. Im Januar 2015 kam er für vergleichsweise wenig, für 1,3 Millionen vom FC Liverpool. Die Leistungsdaten diese Saison: 12 Partien, 4 Tore, 7 Assists. Die Gerüchteküche wäre keine solche, wenn dieser Mann nicht vorkommen würde. Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam, der flirtet ja offensichtlich ganz heiß mit Barca. Wie die Mundo Deportivo jetzt berichtet, habe Ajax eine 70 Millionen Euro Offerte bekommen. Allerdings, bei Barca vermutet man dahinter Manchester City, also Bewegung um de Jong. Nach 10 absolvierten Spieltagen in der Premier League wollen wir an dieser Stelle mal auf die deutschen Legionäre schauen, also die Spieler, die im Sommer auf die Insel gewechselt sind. Insgesamt gab es 14 Transfers aus der Bundesliga in die Premier League. Dabei wurden satte 198 Millionen Euro ausgegeben. Den Löwenanteil daran hatte natürlich auch Naby Keita, der von Leipzig nach Liverpool gegangen ist. Wir blicken genauer auf 5 Spieler, die im Sommer rübergegangen sind, 5 deutsche Spieler. Max Meyer, der hatte ja eine endlos lange Posse um eine mögliche Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04. Jetzt ist er bei Crystal Palace, wo er allerdings Anlaufschwierigkeiten hatte und über Kurzeinsätze nicht hinauskam. Beim 1:2 gegen Watford, da hatte er seine erste Torbeteiligung, stand bisher aber auch nur einmal in der Startelf. Für Crystal Palace bedeutet das 14. Tabellenplatz. Und wir blicken dann mal drauf, was das Ganze in Zahlen bedeutet. Sein Marktwert immer noch bei 18 Millionen Euro. 10 Spiele, aber nur 473 Minuten. Eine Vorlage, eine kleine Zukunftsprognose haben wir auch noch, ist noch nicht angekommen, braucht noch Zeit.
Als nächstes schauen wir auf einen Weltmeister von 2014, André Schürrle. Der spielte in der Bundesliga bereits für Mainz, Leverkusen, Wolfsburg und Dortmund. Ging jetzt im Sommer zum FC Fulham, spielt jetzt im Craven Cottage. Ist für 2 Jahre vom BVB ausgeliehen und hat einen riesen Vorteil. Er kennt natürlich die Liga und die Stadt London aus seiner Zeit bei Chelsea und hat sich dementsprechend auch ganz gut akklimatisiert. Bisher 4-facher Torschütze in der Premier League und auch fester Bestandteil von Fulham. Aber sein Team ist akut abstiegsgefährdet, steht nach 10 Partien auf dem 18. Tabellenrang. Die Leistungsdaten. 11 Partien, 11 Pflichtspiele, 4 Tore. Wie gesagt, eine Vorlage hat Schürrle bisher noch nicht beisteuern können. 860 Minuten, das zeigt, er ist ein echter Stammspieler. Und den Stammplatz, das sagt unsere Prognose, den hat er vorerst auch sicher. Auch er ist ein Weltmeister von 2014, wenn auch beim Turnier ohne Einsatz. Und auch er wechselte von Borussia Dortmund auf die Insel. Erik Durm ging nach Huddersfield zu Trainer David Wagner, wo er anfangs allerdings nicht so richtig berücksichtigt wurde. Seit dem 6. Spieltag aber kann er sich zum Stammpersonal zählen, hat nämlich seither alle Partien über 90 Minuten absolviert. Und auffällig dabei, Erik Durm ist besonders variabel. 4-mal lief er als Rechtsverteidiger auf, 1-mal im rechten Mittelfeld und 1-mal im linken Mittelfeld. Aber auch hier muss man sagen, für Huddersfield läuft es alles andere als gut. Tabellenschlusslicht und in der 2. Premier League-Saison nach Wiederaufstieg akut gefährdet. 7 Partien stehen aktuell zu Buche für Durm, 541 Einsatzminuten. Ja, und in der Zukunftsprognose, da sagen wir eben, Coach Wagner kennt Durm aus Dortmunder Zeiten und setzt auf ihn. Das ist doch mal ein Mutmacher für die Zukunft. Einen interessanten Wechsel gab es auch auf der Torwartposition. Bernd Leno zog es von Leverkusen zu Arsenal London. Am Anfang allerdings ganz anders als erwartet, diese Geschichte. Denn Leno musste sich als Nummer 2 hinter Peter Cech einordnen, durfte nur in der Euroleague Minuten sammeln. Seit der Oberschenkelverletzung von der Nummer 1 von Peter Cech ist jetzt allerdings auch die Zeit Lenos in der Premier League gekommen. Das muss er ein bisschen genießen, denn danach dürfte er wieder ein bisschen Geduld haben müssen, nämlich bis Cech sich entweder erneut verletzt, wechselt oder seine Karriere beendet. Danach sieht es allerdings gut aus, Leno mit guten Chancen, irgendwann zukünftig die Nummer 1 bei Arsenal zu werden. Ja, in 8 Partien gelangen ihm 3 Spiele zu 0, das Ganze bei 7 Gegentoren. Und ja, der Blick in die Zukunft, der macht auf jeden Fall Mut bei Bernd Leno. Ja, und auch einen Wechsel aus der Bundesliga in die Championship gab es im Sommer. Felix Passlack wurde für 1 Jahr an Norwich verliehen. Aktuell 4. in der 2. englischen Liga. Bei Passlack selber muss man allerdings sagen, läuft es nicht ganz so rund. Einen schweren Stand hat er. Bisher nur 4 Kurzeinsätze im EFL Cup. 0 Ligaspiele. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. In einer übrigens sehr deutschen Mannschaft. Gleich 8 Teamkollegen von Passlack sind der deutschen Sprache mächtig. Wir sehen nochmal ein paar Daten und Fakten zum jungen Rechtsverteidiger. 20 Jahre jung. Marktwert 1,5 Millionen. 4 Partien, wie gesagt, keine davon in der Championship. Und unsere Zukunftsprognose, ja, die ist mit ein wenig Optimismus versehen. Da hoffen wir natürlich, dass es ein wenig bergauf geht, dass das Umfeld mit den vielen deutschen Kollegen zu einer Besserung beiträgt. Für alle Freunde des exotischen Fußballs haben wir noch einen TV-Tipp. Morgen ab 12.30 Uhr solltet ihr unbedingt Sport Digital einschalten. Dann spielt nämlich Guangzhou Evergrande gegen Shanghai SIPG. Das ist das entscheidende Spiel um die Meisterschaft der Chinese Super League. Ja, und ansonsten wünschen wir euch am Wochenende viel, viel Spaß beim Fußballschauen. Wir sagen Tschüss mit Transfermarkt TV. Wir sehen uns aber nächste Woche schon wieder. Und zum Einstellen aufs Wochenende haben wir noch ein paar schöne Treffer aus Australien. Da hat heute Morgen Melbourne City gegen Sydney FC gespielt. Endstand 0:3. Ihr seht die 3 Tore. Macht es gut, bis bald und ciao.